Hallo, ihr wunderbaren Widder und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Liebesgöttin Venus geht ab dem 7. August durch euer Partnerhaus. Das verspricht schöne Zeiten mit netten Menschen, Einladungen und Geselligkeit. Und es ist ideal zum Flirten. In den ersten und letzten Tagen des Monats gibt es ein paar stressige Phasen, aber insgesamt habt ihr viele Möglichkeiten, den August zu genießen. Falls ihr in einem ganz persönlichen Anliegen Klärungsbedarf habt, helfe ich euch natürlich gern mit einer Beratung. Und ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage. Und die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch auf der Infokarte hier im Bild. Im August wechselt die wilde Lilith ins Zeichen Wassermann. Und dazu gibt es ein neues Video-Special von mir. Darin erfahrt ihr auch, was der neue Lilith-Transit für euer Sternzeichen bedeutet. Und aus diesem Anlass verlose ich in diesem Monat eine Lilith-Beratung. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Alles über eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder spezielle wichtige Aspekte empfangen, das erfahrt ihr in meinem Jahreshoroskop. Entweder im Video oder ihr könnt es auch im Buch nachlesen. Und weil das halbe Jahr rum ist, könnt ihr das Jahrbuch ab sofort mit 50% Rabatt erwerben. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und so stehen eure Sterne im August. Die Sonne steht im Löwen, das ist ein sehr schöner Aspekt zur Widdersonne und wahrscheinlich habt ihr jetzt viel Spaß, jetzt im Sommer Sport zu treiben, euren Hobbys nachzugehen und euch der Erotik zu widmen. Und wenn ihr noch Single seid, sind eure Flirtchancen weiterhin sehr gut. Der Merkur steht ebenfalls im Löwen, günstig für euch, ist aber rückläufig. Und euer Herrscher, der Mars, ist ebenfalls rückläufig im Zeichen Wassermann und er steht in Spannung zum sprunghaften Uranus. Das bedeutet, dass sich eure Pläne zur Freizeitgestaltung öfter mal ändern, vor allem auch, wenn ihr etwas mit Freunden und Bekannten unternehmen wollt. Es passiert immer wieder, dass Leute sich nicht an ihre Zusagen halten oder auf einmal nicht können. Auch ein Flirt, den ihr anfangt, kann sich als unzuverlässig erweisen. Am besten ihr stellt euch drauf ein und versucht euch nicht drüber aufzuregen. Nehmt es einfach nicht persönlich. Das richtet sich bestimmt nicht gegen euch. Viele Leute sind zurzeit verpeilt oder versuchen, zu viele Sachen auf einmal zu machen. Wenn ihr nicht gerade Urlaub habt, gibt es beruflich viel für euch zu tun. Und auch wenn es anstrengend ist, macht es teilweise doch auch richtig Spaß. Und ihr seid beliebt. Das zeigt die Venus in der Jungfrau. Wenn ihr in den ersten Tagen eures Sternzeichens Geburtstag habt, müsst ihr allerdings ein bisschen auf eure Gesundheit achten. Gerade wenn ihr beruflich viel Stress habt oder auch wenn es eine Veränderung in eurer Firma gibt. Da gibt es einen schwierigen Aspekt zwischen Prüfungsplanet Saturn und Heilerplanet Chiron, der ja jetzt bei euch im Zeichen steht. Und dieser Aspekt zieht sich bis Ende September hin und zeigt an, dass sich Stress und Druck oder Frustration bei euch auch körperlich auswirken können. Versucht, regelmäßig Pausen einzulegen oder Urlaub zu machen und euch ganz bewusst zu entspannen und was Gutes zu tun. Falls ihr in einem helfenden oder heilenden Beruf tätig seid, kann dieser Aspekt auch anzeigen, dass es schwierige Arbeitsbedingungen gibt oder dass alternative Heilmethoden, die ihr benutzt, auf dem Prüfstand stehen. Am 6. August geht dann die Lilith ins Zeichen Wassermann und dabei trifft sie sich mit dem Mars. Und das kann sehr leidenschaftliche Momente anzeigen, vor allem für die Geborenen der ersten Dekade. Lilith geht dann für die kommenden 9 Monate in einen freundschaftlichen Aspekt zu eurer Sonne und wird euch sehr inspirieren. Alles über den Transit, wann die Lilith durch welche Dekade geht und wie sich das für euer Sternzeichen auswirkt, das erfahrt ihr in meinem neuen Special Kreativ, wild und frei – Lilith im Wassermann. Am 7. August geht die Venus ins Zeichen Waage und aktiviert dann bis zum 9. September euer kosmisches Partnerhaus. Das sind immer gute Nachrichten. Die Venus steht dann in einem prickelnden Aspekt zu eurer Sonne und lässt eure Flirtchancen nochmal steigen, zeigt aber auch generell viel Spaß mit netten Leuten, ob ihr nun gebunden seid oder solo, zu Hause oder im Urlaub. Allerdings bildet sie dabei gleich einen schwierigen Aspekt zum Chiron und zum Saturn. Deshalb lasst heikle Beziehungsthemen lieber weg und konzentriert euch auf den Spaß und das Positive an den Leuten und an eurem Partner. Ihr seid dann auch selbst verletzlich, wenn jemand wunde Punkte anspricht oder auch misstrauisch, wenn euer Gegenüber besonders charmant ist. Das legt sich aber nach einigen Tagen wieder
Und zwischen dem 16. und 20. August ist eine gute Phase für liebevolle Gespräche. Und es stellt sich wahrscheinlich raus, dass eure Zweifel ganz unbegründet waren. Am 11. August ist dann der Neumond im Zeichen Löwe. Das ist auch gleichzeitig eine partielle Sonnenfinsternis. Sie steht günstig zu eurer Widdersonne und dürfte eurem Selbstvertrauen guttun. Für die Neumond-Meditation könnt ihr über ein neues Kreativprojekt nachdenken. Und ihr werdet schon zu Vollmond erste Ergebnisse sehen. Mit dem Neumond beginnt auch eine Phase, die beruflich und finanziell sehr erfolgreich für euch sein kann, wenn ihr nicht gerade im Urlaub seid. Passt nur ein bisschen auf, wenn ihr Freunden Geld leiht. Dann kann es sein, dass ihr das längere Zeit nicht wiederseht. Am 13. geht der Mars nochmal zurück ins Zeichen Steinbock. Das kann nochmal eine beruflich stressige Zeit für diejenigen sein, die ganz zum Schluss des Zeichens Widder Geburtstag haben. Vielleicht gibt es Ärger mit einem Konkurrenten oder ihr müsst gegen Widerstände ankämpfen. Am 19. August wird der Merkur wieder direktläufig und das bringt frischen Wind in eure Herzens- und Kreativprojekte. Wenn es romantische Missverständnisse gab, lassen die sich dann wieder aufklären. Am 23. August morgens um 6.08 Uhr wechselt die Sonne ins Zeichen Jungfrau. Dann beginnen 4 Wochen, in denen ihr euch gut um eure Gesundheit kümmern könnt, falls da was im Argen liegt. Auch in eurer Arbeitsstelle habt ihr dann einen guten Lauf bis zum Ende des Monats. Gleichzeitig bildet allerdings die Venus einen etwas schwierigen Aspekt, deswegen gebt Geld, was reinkommt, jetzt nicht sofort wieder aus und vermeidet in eurer Beziehung Streit ums Geld. Anfang September lässt sich das alles wieder klären. Am 26. August, das ist ein Sonntag, haben wir dann den Vollmond und wahrscheinlich zeigen sich dann für euch schon erste Ergebnisse, vielleicht bei euren Kreativprojekten oder ihr bekommt neue Impulse und ihr merkt, wie eure Pläne in Gang kommen. Ist auf jeden Fall eine gute Konstellation für euch. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht. Am 27. August geht euer Herrscher Mars wieder in den Vorwärtsgang. Das wird sich ebenfalls beruflich für euer Fortkommen günstig auswirken. Ihr merkt es vielleicht nicht sofort, weil es noch etwa 7 Wochen dauert, bis der Mars wieder sein volles Tempo erreicht hat. Aber bald dürft ihr euch wieder auf produktive Zeiten freuen und euer gewohnter Schwung und eure Zuversicht kehren zurück. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.